Heute stehe ich vor der Fruchthalle, weil ich euch in dem kleinen Vlog von heute mal ein bisschen was über dieses interessante Gebäude in Kaiserslautern erzählen will. Das eine oder andere von euch vielleicht schon weiß, aber es ist trotzdem manchmal interessant, weil manches Gebäude, das man so tagtäglich sieht, was zu erfahren. Und zwar entstand die Fruchthalle von 1843 bis 1846 im Stil der Neorenaissance und war ursprünglich als Markthalle geplant. Daher auch der Name Frucht für Getreide. Interessant ist übrigens auch der Fakt, dass die Fruchthalle direkt auf den Lauter gebaut wurde, den Lauter fließt hier unter der Fruchthalle drunter durch rüber zur Barbarossa. Sie wurde aber nicht lange als Markthalle genutzt, sondern ziemlich früh für andere Zwecke. So war sie 1849 der Sitz der provisorischen Regierung der Pfalz. 1891 wurde sie dann umgebaut und wird seither als Event- und Veranstaltungssaal benutzt. So finden hier oben in den Sälen, die da oben sind, halt oft Abibälle und besondere Abschlussveranstaltungen oder auch andere Events wie Konzerte statt. Und da oben findet teilweise sogar manchmal ein Weihnachtsmarkt statt, ja, der dann quasi indoor ist, was auch irgendwie ganz interessant ist. Da wird sie vielfach benutzt, aber eben nicht mehr ihre ursprüngliche Funktion als Markt. Die Fruchthalle zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie eines der wenigen unzerstörten Bauwerke ihrer Art in ganz Deutschland ist. Und das insbesondere in einem Umfeld, ja, das im Zweiten Weltkrieg zu 80% zerstört war. Und Kaiserslautern war einer der am stärksten zerstörten Städte in Deutschland. Interessant ist auch, dass die Fruchthalle bei ihrem letzten Anstrich wieder die Originalfarbtöne bekommen hat, nämlich das Rot-Weiß, das sie ursprünglich im 19. Jahrhundert hatte. Und da müsste man eigentlich meiner nach mal wieder nachschauen. Übrigens steht direkt gegenüber von der Fruchthalle noch ein Kriegerdenkmal von 1931. Und das erinnert natürlich sowohl an den Ersten als auch mittlerweile an den Zweiten Weltkrieg und passt auch gut in dieses historische Ambiente mit der Fruchthalle und diesem interessanten Infosatz. Wer von euch wusste denn, dass die Pfalz 1849 eine provisorische Regierung hatte und sogar geplant hat, aus dem Bund auszutreten und ein unabhängiger Staat zu werden? Und noch heute gibt es da derartige Bestrebungen, deshalb ist die Pfalz zwar Teil von Rheinland-Pfalz, aber doch irgendwie immer noch die Pfalz. So, so viel dazu. Vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch ja demnächst mal in Kaiserslautern. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!